Willkommen zurück zu Minecraft Bedrock Redstone Mechanics und ich habe euch was mitgebracht und ihr wisst es wahrscheinlich schon von letzter Woche, die 4x4 Kolbentür. Es ist ein gigantisches Konstrukt dafür, dass es, naja, 4 Blöcke nach vorne schiebt im Vergleich zu letzter Episode. Ja, ich weiß nicht, ob man es bauen sollte. Ich habe es einfach trotzdem gebaut und wie man es baut, zeige ich euch nach dem Intro. Da haben wir das Riesending und wir haben eine ganze Menge mehr Redstone als in der letzten Folge. Ja, ihr seht schon, so sieht's von hinten aus. Das ist eine Menge Redstone, eine Menge Redstone-Blöcke. Und wir öffnen uns mal. Ja, das hier ist vorne die hübscheste Seite von allen. Und so geht's auf. Und so geht's zu. Es hat ewig gedauert, das zu bauen. Und vielleicht baut ihr es nach. Wäre schön, wenn ihr es nachbauen würdet. Dann habe ich das hier nicht umsonst gemacht. Und selbst wenn ihr das Video jetzt gerade schaut, dann, naja, habt ihr dem Video wenigstens einen Sinn gegeben. Also, wir haben hier die Tür. Sie ist groß, sie ist breit. Sie ist 12 Blöcke breit. Ja, sie ist 6 Blöcke tief und 8 Blöcke hoch. Und wenn ihr das hier am Boden haben wollt, dann müsst ihr 2 Blöcke in den Boden reinbauen. Das ist so ganz wichtig zu wissen. Und jetzt schauen wir mal, was wir brauchen. Ein Hebel. 6 Redstone-Blöcke, 1 Stack und 4 Redstone-Staub, 6 Fackeln, 18 Verstärker, 38 haftende Kolben, 16 Türblöcke, 8 Beobachter, 4 Glas und irgendwie ganz viele Baublöcke. So, wir tauschen das mal kurz. Den Hebel werden wir erst ganz am Ende brauchen. Und zwar packen wir erst vorne die unteren hin, und zwar hier. In die Mitte. Daneben sind immer 4 Blöcke breit, also hier sind 4 Blöcke und auf der anderen Seite auch. Und dann sollte das auf jeden Fall passen. Da drauf kommen Eisenblöcke hin. Und dann eigentlich wie in der letzten Folge, falls ihr es gesehen habt, diese diagonalen Pfeile, die in die Mitte zeigen. Da kommt dann ein klebriger Kolben drauf und noch ein klebriger Kolben. Auf der anderen Seite genau dasselbe. Dann machen wir die beiden Blöcke wieder weg. Und dann packen wir auch da die Türblöcke rein. Genau so. Und dann müssen wir hier hintergehen, einen Block dran setzen. Hintergehen, einen Block dran setzen. Und dann da einen haftenden Kolben. Noch einen haftenden Kolben. Und dann haben wir 4. Haben wir 8. Und dann haben wir hier nochmal 2, die nach vorne zeigen. Und nochmal 2 Türblöcke. Und das da ist unglaublich kompliziert zu bauen, zumindest wo ich es gebaut habe. Jetzt wird es natürlich ganz leicht für euch, aber das war unnötig kompliziert, muss ich sagen. Dasselbe bauen wir hier drüben auch noch. Und so, dann können wir den Block da hinten wegmachen. Und irgendwie klappt alles nichts. Na gut. Machen wir so, 4, 4, 2 und Türblöcke. Dann müssen wir irgendwie noch diese beiden Kolben hier aktivieren. Die sind dann hier in der Mitte. Also gehen wir hier hin. Und so. Dann sieht das genau so aus. Dann holen wir uns die Blöcke hier. Wieder 3 nach oben auf jeder Seite. Haftender Kolben da drunter. So, wieder 4. Und dann Eisenblöcke da rein. So und so. Dann müssen wir, was wir hier unten gemacht haben, nochmal oben machen. Dazu packen wir hier 2 Blöcke dran an die Kolben. Dann wieder 2 Kolben und Redstone-Blöcke. Dann sieht das Ganze so aus. Puh, jetzt haben wir die ganzen Kolben geschafft. Jetzt beginnt es erst richtig mit der Technik. Und zwar würde ich mit der unteren Seite gerne beginnen.
Und zwar zuerst hier links. Das sind hier zwei Doppelkolben-Extender, die auch noch diesen Block hier powern müssen. Und diesen Block und diese ganzen Blöcke da. Also das wird jetzt schon richtig kompliziert. Und Moment. Ah, okay. Da ist ein bisschen. Ich verwechsel das manchmal, welche Seite wo sein muss. Jedenfalls fangen wir hier an mit einem Block da. Und dann packen wir da drunter auch noch einen Block. Dann können wir hier drunter stehen. Da kommt ein Block oben drauf. Und von hier oben setzen wir da einen Beobachter hin. Genau so. Und das machen wir hier auch. Diesmal einen Block Abstand. Und zwar so. Dann machen wir wieder den Block weg. Genau so. Und dann sollte es auch immer einmal so klicken, hier oben. Und darunter kommen jetzt die Verstärker. Und zwar so. Und die packen wir auf die zweite Stufe. Dann brauchen wir hier einen glatten Quarzblock, hier einen glatten Quarzblock und hier am Türblock einen glatten Quarzblock. Da kommt eine Fackel hin. Da kommt eine Fackel hin. Und da kommt Redstone hin. Und jetzt klackert das hier ganz doll und ganz viel. Und das sieht doch einigermaßen in Ordnung aus. Dann gehen wir hier hin, machen Blöcke dran, nach oben. Da kommen auf beide Redstone drauf. Hier ein Redstone, ein Block und Redstone. Man sieht ihr schon, wird das hier ausgefahren. Das ist sehr schön. Dann kommt da ein Block dran und noch so ein Block, dann kann auch der Kolben hier hinten gepowert werden. Dann sieht das Ganze so aus. Und jetzt muss ich mal kurz überlegen, was brauchen wir noch? Ja, genau. Hier oben müssen noch Blöcke drüber. So und so. Und dann seht ihr, das ist jetzt hier vorne. Und würden jetzt die unteren Kolben hochfahren, dann würde der Block rauskommen. Jetzt müssen wir das Ganze aber erstmal wieder deaktivieren, weil das sonst im Weg rumsteht. Dazu müssen wir hier einen Block hinmachen. Und dann machen wir da Redstone hin. Redstone, Redstone. Und noch mehr Redstone. Und dann kommt da hinten Redstone hin. Und hier ein Verstärker. Den machen wir auf die dritte Stufe. Genau. Davor kommt einer mit zweiter Stufe. Und dann ein Block. Und da eine Fackel dran. Und dann hört ihr es schon. Es ist alles wieder reingegangen, ohne dass irgendwas kaputt geht. Genau das wollen wir. Oh Mann, ich habe ewig gebraucht, das herauszufinden. Deshalb bin ich ganz glücklich, dass das jetzt funktioniert. Dann nehmen wir uns Redstone Staub. Und ihr seht, das verbindet sich. Deshalb müssen wir da das einmal blockieren. Dann gehen wir hier rein. Machen hier vier Redstone hin. Und hier nochmal drei Redstone. Und ihr seht, da verbindet sich auch. Also auch einen glatten Quarzblock. Puh, das war eine Seite geschafft und wir können es ja mal ausprobieren mit einem Hebel. Wir gehen mal nach vorne und ihr seht, die untere linke Ecke ist auf jeden Fall schon komplett. Jetzt deaktivieren wir das mal und es funktioniert. Es funktioniert, Leute. Das ist sehr schön und jetzt bauen wir das genau auf der anderen Seite nochmal. Deshalb gehen wir hier hin, packen da einen Block hin, packen da drunter einen Block, genau so. Da kommt ein Block drauf, Beobachter drauf, unterer Block weg. Es sollte einmal klacken. Und dann kommt hier mit einem Abstand noch ein Block hin, noch ein Block oben drauf, wieder ein Beobachter, unterer Block weg. Es sollte wieder klacken. Und dann Verstärker, zweite Stufe. Dann kommt da ein Block dran, da ein Block, da ein Block. Und zwar Redstone-Fackel, Redstone-Fackel, Redstone. Zwei Blöcke, Redstone. Hier kommt der Block da dran und Redstone oben drauf. Und hier ist es einmal so und nochmal Redstone drauf. Und ihr seht, das ist jetzt alles ausgefahren. Jetzt müssen wir es nur noch einfahren lassen. Und zwar indem wir hier, oh, Block, Redstone, 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 dreimal
und zweimal diesmal und noch einen dorthin. Dann ein Verstärker auf dritte Stufe, ein Verstärker auf zweite Stufe, Block, Redstone-Fackel und es geht alles rein. Sehr schön. Jetzt verbinden wir das noch damit. Dann müssen wir das hier auch noch blockieren. Und jetzt versuchen wir es nochmal. Und da hat. Ah ja, wir haben nur das hier vergessen. So und so, die beiden Blöcke. Und wenn wir jetzt mal nach vorne gehen, komm schon, dann haben wir eine 2x4 Tür, die untere Hälfte. Und das könnte es auch so ziemlich sein. Nur ist es total kompliziert. Jetzt fahren wir das Ganze wieder ein und machen den Hebel erstmal weg. Jetzt kommt die obere Seite dran und da muss ich tatsächlich noch mal ganz kurz nachschauen, wie ich das gemacht habe. Okay, gut. Also hier kommt auf jeden Fall schon mein Block hin. Wir gehen dann nach unten und müssen ganz, ganz klein bisschen hochschauen. Sonst klappt das nicht. Ihr seht, der muss nach unten zeigen. Genau so. Dann brauchen wir hier ein Block, ein Redstone-Block und der Block kommt weg. Dafür kommt hier ein Block hin. Dann gehen wir nach unten, Beobachter und Block. Ich packe jetzt mal hier die Eisenblöcke weg, die stören ein bisschen. Ich klicke die ganze Zeit da drauf. Dann sieht das so aus. Und das ist schon ziemlich gut. Dann brauchen wir hier noch einen Hafnenkolben, der in den Redstone-Block rein zeigt. Und dann ein Block hier und ein Block hier. Sieht dann so aus. Wieder zwei Verstärker. Diesmal die dritte Stufe. Dann kommt hier ein Block hin. Da kein Block. Hier kommt Redstone drauf. Hier kommt ein Block hin. Ein Verstärker auf dritter Stufe. Dann kommt hier Redstone hin. Hier ein Block hin. Und dann sollte das da an der Stelle so gewesen sein. Genau. Dann kommt hier ein Redstone hin. Und nein, doch nicht. Es ist tatsächlich andersrum. Hier kommt ein Block hin. Hier kommt ein Block hin. Wir müssen ja hier den oberen noch aktivieren. Und zwar so. Dann kommt hier ein Block hin. Redstone und Block. Puh, so. Dann probieren wir das mal. Und zwar müssen wir hier oben das aktivieren und ja, das funktioniert. Es wurde auf die richtige Höhe hinausgeschoben. Und es hat sich auch wieder eingefahren. Das ist sehr schön. Dann müssen wir hier einen Block setzen, hier einen Block setzen. Und das müssen wir generell zumachen, weil das die Decke ist. Dann kommen hier nochmal zwei Blöcke drauf. Und dann 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ein Verstärker. Und noch ein Verstärker. Und die waren auf vierter Stufe. Also vierte Stufe, vierte Stufe. Und jetzt können wir das auch nochmal austesten. Dieses Redstone-Stück da zählt noch mit hinzu. Ja, die Ecke funktioniert schon. Und es fährt auch wieder ein. Das ist sehr schön. Und jetzt lassen wir das Ganze so. Wir nehmen den Hebel da nicht mehr weg. Den brauchen wir nämlich noch. Genau gesagt, das ist der da. Also, der kann da ruhig bleiben. Jetzt machen wir das Ganze nochmal. Da kommt ein Block hin. Da kommt ein Block hin. Redstone Block. Dann sieht das so aus. Der innere Block kommt weg. Ein Hafner Kolben hierhin. Ein Beobachter von unten hierhin. Block hierhin. Dann gehen wir hier dahin und noch ein Beobachter, der eben nach oben schaut. Einmal Verstärker. Beide auf dritte Stufe. Hier kommt Redstone hin. Hier kommt ein Block hin. Dann müssen wir hier. Nein. Machen wir es so. Da muss ein Block hin. Und zwar auf dritte Stufe. Dritte Stufe, genau. Ein Block. Redstone, Redstone. Dann machen wir es nochmal. Das musste so hin.
Ja, das musste so hin. So und so. Da kommt ein Redstone hin. Und hier kommt ein Block hin, hier kommt ein Block hin. Redstone oben drauf. Und dann müsste es klappen. Wir testen nochmal. Ja, die obere Hälfte funktioniert. Und die untere Hälfte hatten wir eben auch schon. Und das ist es auch so ziemlich. Wir müssen jetzt nur noch die beiden Systeme verbinden. Und zwar damit, das Einzige, was drüber hinaus steht. Und da hat das verbunden. Also wir haben hier, dann ist das so eine zweifache Dreierkreuzung. Dann ein Block mit Redstone. Und ihr seht, das verbindet sich, aber das soll in den Block reingehen. Deshalb packen wir da einfach einen Block drauf. Noch ein Block. Redstone, Glas, Glas, Redstone, Redstone, Glas, Glas, Redstone, Redstone. Und jetzt müssen wir das Ganze nur noch verbinden. Hier können E-Blöcke rein. Das ist ja dann wieder die Decke. Und jetzt müssen wir schauen, hier brauchen wir noch ein Glas. Das brauchen wir doch nicht. Da brauchen wir Glas, da brauchen wir Block, ein Verstärker. Da kommt ein Block hin. Und dann so. So, 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 so. Okay. Und falls wir das jetzt richtig gemacht haben, dann. Ja, es hat funktioniert. Und nochmal. Perfekt. Es hat geklappt, Leute. Und das können wir jetzt hier auch mal zudecken. Sonst ist es nicht so schön. Ich meine. Es ist eh nicht so schön, ja. Also wir haben hier überall Redstone-Sachen rumliegen. Und da haben wir irgendwie so eine Lücke. Aber das brauchen wir unbedingt, damit der Block da reingeschoben werden kann, damit der Kolben, der dahinter ist, eben auch ausfahren kann. Und daran hat es letzte Woche auch gelegen. Deshalb konnte ich es letzte Woche nicht hochladen. Aber jetzt habe ich es und da ist leider so ein kleiner Luftblock drinne. Kann ich leider nicht ändern. Aber jedenfalls ist das hier die ziemlich komplizierte 4x4 Tür. Ich will es nochmal sehen. Wow. Wunderschön. Leute, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.